Herzlich willkommen aus Sedona. Es ist Tag 8 auf unserer Arizona-Rundreise im Dezember. Gestern Abend sind wir angekommen. Wir starten früh in den Tag und beginnen mit der einfachen und 4 Kilometer langen Wanderung Fay Canyon. Es geht weiter zur Devil's Bridge. Hierbei handelt es sich um eine Natursteinbrücke und gefühlt ist es die Top-Sehenswürdigkeit in Sedona. Hier wirst du nicht allein unterwegs sein. Wir starten die Wanderung am Parkplatz. Über die Dry Creek Road geht es die ersten 2 Kilometer zum eigentlichen Beginn der Wanderung. Jedoch ist diese Straße nur für Autos mit Allrad zu befahren. Wir hatten zwar einen Allrad, ich würde diesen Weg aber nicht fahren wollen. Zum Teil ist es wirklich sehr felsig. Nach 2 Kilometern startet die eigentliche Wanderung. Zum Ende hin wird es nochmal richtig steil, aber letztendlich wird man mit diesem tollen Ausblick belohnt. Zum Sonnenuntergang ging es zum Secret Slick Walk. Was für ein toller erster Tag hier in Sedona. Hat dir das Video gefallen? Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Video mehr verpassen magst, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal.